Herzlich willkommen zu einer Partie des Copa del Rey, des spanischen Fußballpokals. FC Barcelona B gegen die B11 von Real Madrid, dem kleinen, aber feinen El Clasico. Einem prestigeträchtigen Match der zwei größten Konkurrenten Spaniens, wenn auch nur der B-Mannschaften dieser. Es wird sicherlich eine interessante Partie hier in dieser ersten Runde. Ortola hütet ihnen das Tor, Dani Neto, Joel Huertas wollen da den Sturm voranbringen. Im Stadion von FC Barcelona B sind wir angesiedelt. Die Castilla hofft natürlich, dieses Duell zu gewinnen, vor allem, weil es um das direkte Weiterkommen geht. Aber selbstverständlich wird sich Barcelona B nicht so einfach geschlagen geben. In der Tabelle stehen auch sie nicht ganz so gut da. Was sie hier aber vielleicht nicht dran hindert, Madrid unter Druck zu setzen. Schöner Steilpass, da ist alles frei, das ist Borja Garcia. Er ist komplett frei, er ist komplett frei und macht's nicht. Da vergibt er, lange nicht getroffen. Hat alle Zeit der Welt. Aber der Keeper ist sensationell zur Stelle. Ecke Borja Garcia. Die kommt rein, die fliegt gut. 1:0. José Rodríguez, 10. Minute. Das ging früh. Dann gehen die früh in Führung und das ist wichtig. Schöner Kopfball. Eigentlich zu haben für den Torwart. Leider durchaus mehr machen können. Fehlpass Barcelona, die stehen völlig neben der Rolle. Wie scheint Agostino. Wieder ein Fehlpass. Ballverlust wieder in der eigenen Hälfte. Das ist klassisch, wenn man gegen die Castilla spielt. Pressing ist da an der Tagesordnung. Borja Garcia. Femenia. Flanke ist gut. Und mit Volley. Probieren es einfach mal. Warum auch nicht? Ecke Borja Garcia. Gerade hat es gut geklappt. Hier ist er komplett frei. Cabrera. Den hätte er auch machen müssen. Bei Ecken scheint die Defensive da völlig planlos zu sein. Halten sich da gar nicht an die Regeln und fast scheppert es schon wieder. Erleben wir heute vielleicht ein Torschützenfest der Superlative. Und das ausgerechnet hier im kleinen Clásico wieder. Eine nächste Gelegenheit. Christian Gomez probiert es da mal. Auf abgebrühtesten Wege. Borja Garcia, wieder Ballverlust. Der ist momentan überhaupt nicht gut drauf. Ah, eigenen Mann umgelatzt. Da mäht er ihm den Rasen unter den Füßen weg. Borja Garcia. Ja, versucht sich mit Tackeln durchzusetzen. Aber viel zu viele Drehungen auch. Sie versuchen es nicht einfach mal straight forward durch die Defensivreihen von Barcelona, sondern sie versuchen immer wieder eine Drehung, einen Haken oder irgendwas dazwischen zu setzen, was dann leider nicht klappt. Weil das ist viel zu transparent, dieses Spiel, was sie da probieren. Das ist offensichtlicher als alles andere. Es ist transparenter, wenn sie mit Ritt spielen, als wenn sie ganz normal klassischen Fußball spielen. Und das machen sie so ungern. Ja, es kommt eigentlich immer nur drauf an, Pass, Pass, Tor. So. Das kannst du spielen. Das musst du aber nicht, dann hast du auch die Gelegenheit, Pass, Haken, Pass, Haken. Und dann kein Tor. Aber man es mittlerweile riecht. In den ersten Spielen hat es geklappt. Da kommt man den Gegner so täuschen. Mittlerweile weiß man aber, dass die Castilla es nicht anders beherrscht, weil sie auch keine schnellen Spieler haben, die einfach mal das Feld überrennen. Wieder viel frei. José Rodríguez. Aber... Nee, nee, keine Chance. Keine Chance. Wieder im Strafraum gescheitert. Umsonst gesprintet.
muss man noch dazu sagen. Leider Gottes. Ein Versuch war es natürlich wert. Kann ja nicht sagen, ich bleibe jetzt stehen, weil es eh nichts wird. Ah, wieder Ballverlust. Also es ist schon... Ja, die Leistung hat wieder nachgelassen. Haben sie so viel Druck gemacht, dass sie jetzt natürlich wieder das Leistungskontingent aufgebraucht haben. Den Zenit erreicht für heute. Und natürlich auch nicht ganz so fit, da das Ligaspiel noch nicht ganz so lang her ist. Und dann ist erstmal die Halbzeit 1:0 immerhin, die Führung ist gesichert und das auswärts, das sehen wir nicht allzu häufig. Da sehen wir nochmal die Ecke, wunderschön getreten. Verteidigung konnte wenig machen und so steht es nach 4 Torschüssen immerhin 1:0 und es geht weiter direkt in der zweiten Hälfte. Christian Gomez, Kiko Femenia. Nee. Schön von Derek. Da kommt er mal mit. Dann spielt er steil. Aber Borja Garcia. Als würde er schlafen. Und zugucken. Wie sein Team überrannt wird. Lorente gegen Ilie. Agostinho. Ilie und Gomez. Und Garcia ist frei. Garcia sprintet am Innenverteidiger vorbei. Und dann nimmt er Maß. Und viel zu früh guckt er sich das Loch aus. Nee, Fehlpass. Auch der gehört mittlerweile dazu. Fehlpässe sind... Das können sie gut, Fehlpässe, ja. Haben wir endlich eine Spezialität gefunden. Femenia! Momentan der absolute Shootingstar, der Robben, der Castilla. Aber den macht er nicht. Leider Gottes macht er den nicht. So ist das im Fußball. Kommen wieder 3 neue Männer. Unter anderem auch wieder Rotzi. Das natürlich nicht sein lassen kann. Agusa für Rose Rodriguez. Natürlich auch wieder De Tomas und Kini. Aber Rotzi kommt gar nicht. Oh. Rotzi kommt nicht, sondern Kini kommt. Krasse Entscheidung vom Trainer Rotzi da. Und dann gibt es natürlich wieder ein Foul von Derek. Die Tomasch. Christian Gomez. Mein, guck da mal rüber. Aber wie? Dann spielt er wieder wie ein Amateur. Als wäre gerade von DJK Adler Frintrop gewechselt. Wunderschöner Ball und dann die Kombination ist perfekt. Jamie Romero von Agusa in Szene gesetzt. 2:0. Wunderschön. Kein Abseits natürlich nicht. Und da machen den Sack wohl zu. Wieder 2:0. Kommt noch ein drittes. 3:0 haben die noch nie gewonnen. 2:0 war immer das Höchste. Würde ihn auch nichts bringen heute, weil vor allem heute ist es nicht wichtig. Es geht hier um keinen Tabellenplatz, da wird auch ein 1:0 reichen.
Aber natürlich gibt es auch das Rückspiel noch. 3:0 sichert da natürlich eine Menge ab. De Tomasch. Guckt rüber. Gomez, 3:0. Christian Gomez macht das 3:0 gegen Barcelona B. Und sie werden gedemütigt. Wieder ein schöner Steilpass. Und er macht damit rechts unten rein. Mit rechts, unten rechts rein. Genagelt. Und so läuft das wunderschön. Wieder Christian Gomez. Der gibt sich jetzt richtig Mühe. Jetzt richtig in Fußballlaune. Fehlpass hier. Fast der nächste Fehler. Und dann kommt die Gelegenheit wieder. Perfekte Kombination gespielt. Jetzt sind sie richtig drin. Oh, eine Chance nach der anderen hier. Der Keeper kann sich kaum noch retten. Die Fäuste brennen. Die Handschuhe sind am Glühen. Und der Thomas bei der Ecke. Auch die ist gut. Perfekt. Wieder perfekt getreten. Aber wieder ist der Keeper zur Stelle. Und verhindert ein 4:0 mit der linken Hand. Der Thomas. Eieieiei. Einen direkten Freistoß hatten wir übrigens noch nie. Werden nie gefoult. Beziehungsweise wenn, wird es nicht geahndet. Nicht mal bei den Verletzungen, die sie bis jetzt ertragen haben, ertragen mussten, wurden Fouls geahndet. Eine Minute gibt's drauf. Können sie da nochmal einen schnellen Angriff starten? Fragt man sich. Nein, nein, da ist nichts mehr drin. Und so endet das Spiel mit 3:0. Barcelona B versucht nochmal in den Strafraum der Castilla zu kommen, aber auch da ist Ende der Fahnenstange bei der Verteidigung. Aber der ist nochmal richtig gut gewesen, der Steilpass. Schade, dass er da abpfeift. 3:0, Christian Gomez, Jamie Romero und José Rodriguez. Die Tore hier schießen und Barcelona B abfeuern. So muss das sein für die Castilla. So läuft es im Moment richtig gut. 3 Siege in Folge. Das wird dem Vorstand vielleicht auch sehr, sehr gut gefallen. Und somit verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Zuschauer.